Verhaftet. Herzlich willkommen zu GeoGuessler Folge 137. Nachdem Folge 136 leider für immer verschollen ist und nie zu sehen sein wird, sind wir jetzt wieder voll zurück und einigen wir uns auf eine Speedrunde. Dabei hatten wir einmal die volle Punktzahl. Ich schlage vor Argentinien. Veto. Okay, ja, was... So Argentinien hatten wir doch noch gar nicht. Was, danke, Benni. Ja, was machen wir denn? Ich wäre eigentlich mal für... Für eine Stadt. Für eine Stadt. London? Ja, London oder Paris? Oder? Ja, sowas. Paris? Mhm. Paris lieber, ja. Speed Paris oder normal Paris? Guck mal. Speed Paris. Ah, Paris auf Speed ist das beste Paris. Ah. Wir nehmen zwei Minuten. Was? Echt? Das ist doch kein Speed, ey. Es ist Halb Speed. Es ist beschleunigend. Naja. Beschleunigendes, vertraut mir, das wird gut. Okay. Das wird echt, als wir in den 20er Folgen noch waren, da waren wir noch deutlich schneller. Das wird richtig gut. Okay, Paris, oh, wow. Es ist schon 1,55. Da war ich in diesem Viertel. Okay, es ist La Petite Merke. Nee, ohne R wollen. Merkerie. Barbarto, La Carrefour, finden wir irgendwas im Himmel? Ja, das ist ein Supermarkt. Oder so. Also ich kenne mich hier nicht aus. Ich glaube, das ist der nördliche Teil, also nördlich der Seine ist das. Okay, also... Eindeutig. Ich war erst einmal in Paris. Nee, ich glaube, du musst ein bisschen weiter reinzoomen. Das ist schon Paris Innenstadt. Also zoom, 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 zoom. Da, innerer Ring, runter, 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 da. Genau, da in diesem Teil, da ist, hier. Da sind wir. Ja. Da. Das okay. Ist zumindest nicht irgendwie Außenbezirke, wie man sieht. Im Romanstraßenschild. Das ist die Père Lachaise. Was heißt der Père Lachaise? Père Lachaise. Dein Französischunterricht ist ähnlich weit zurück wie der Spanischunterricht. Ich hätte weder noch. Ich Latein. Père Lachaise. Latein? Echt? Lachaise. Für Latein, ja. Oh. Latein? Salve. Salve, genau. Das ist das Einzige, was man lernt. Salve, Domino. Salve. Oh, Moment, wie viel haben wir noch? Sitis Market. Ich liebe eine Krankheit. Will ich aber nicht einkaufen gehen. Wie viel haben wir noch? 45 Sekunden. Okay. Ist aber ganz schnuckelig. Oh, Boulangerie. Oh, oui. La Croix de Fruits. La Corbeille de... Ja, okay. Corbeille de Fruits. Früh. Ja. Früh? Also ich glaube, es ist so... Früh aufsteher. Ich habe mal genächtigt bei der Place de la Bastille, da geh mal hin. Da sah so ähnlich aus. Da bin ich aber echt, wo? Also so ein bisschen östlich, Place de la Bastille ist östlich, ist rechts, also nicht links, also du gehst falsch rum, ja. Ich habe nicht nur eine links-rechts, sondern eine Ost-West-Schwäche. Ja, genau. Und da, wo Bastille jetzt steht. Da. Wir haben 8 Sekunden noch, ne? Ja, da klick hin. Da, genau, da sind wir. Und, 1,4 Kilometer von entfernt. Gut, no. Krass. Naja, es sah halt ähnlich schäbig da aus. 1,4 Kilometer Abstand, nur halbe Punktzahl. Guck mal, das hier ist deutlich teurer und moderner. Das ist eher so bankenmäßig, oder? Das ist bankenmäßig? Naja, das vielleicht jetzt auch nicht. Boah, was? Das ist schon schön. Beste Schriftart. Irgendein Kindergarten oder so. Das ist wie bei Hôpital. Enfant. Ah, Kinderkrankenhaus. Bei irgendwelchen Entführern, die mit Zeitungen was sucht das ein bisschen aus. Ja, würde ich auch nichts vertrauen. Aber ich glaube, das ist jetzt westlicher. Es ist genau die gleiche Straße, habe ich das Gefühl. Es ist ein bisschen größer schon. Markt. La Feule, du Graffiti. Vielleicht ist das ja jetzt ein Außenbezirk. Das Bubble Internet Café. Ich kenne mich nicht aus. Le Bubble. Ja. Le Bubble. Ich hab keine Ahnung. So westlich von den Champs-Élysées ist es jetzt bestimmt. Wow. Mais in einem Glas. Oh, da hat sich gewechselt. Ey, ich höre auf, so klug zu scheißen, wenn ich mal so richtig daneben liege, ja? Aber bisher? Klappt das? Ja. Ja, das stimmt schon. Das ist schon mal. Irgendein Franzose auf dem Fahrrad? Ich will also. Wer sagt denn, dass das ein Franzose ist und kein Tourist, der sein Fahrrad mitgebracht hat? Ich sag, Leute. Kann natürlich sein, die Tour de France fährt da lang. Ja, das ist ein Tour de France Teilnehmer. Ja, und zwar der letzte. Der Verkehr ist schon wieder freigegeben und er hängt nur hinterher. Sehr wahrscheinlich ist das so, ja. Wie viel Zeit haben wir noch? 34 Sekunden, okay. Ja. Und wo wir sind, steht jetzt genau hier auf diesem Schild. Peri. Wir sind in Paris. Perl. Oder Perl. Wir sind im Perl Online-Shop gegangen. Verdammt, ey. Ja, ja. Haben die gar keine Straßenschilder? Also, probier mal Südwesten. Wir haben noch, ja. So südlich der Seine und, nein, nicht so weit. Also schon, ja genau, schon so im Innenstadtring, würde ich sagen. Hier so. Ja. Wir sind da am Grand Palais, das ist das nämlich. Achso,
stimmte gar nicht so fast. Sehr. Es ist schon wieder hier. Es war wieder da, wo wir... Oh, 277 Fotos. Ich hab's gesagt. Schwaches Bild, na gut. So. Oh, es sieht überraschenderweise wieder genauso aus. Okay, wie kommen wir da jetzt durch? Aber sehr wahrscheinlich, ja gut. Da waren wir schon, echt, an diesem Laden. Obwohl, es eine Kette wahrscheinlich. Ohne Witz. Das wir Grüne da, das ist eine Apotheke. Das Street View Auto ist einfach nur durch eine Gegend gefahren. Ja, wahrscheinlich. Das ist, hier, Problem. Moment, Gay Pride. Es ist doch wieder hier. Ja. Nee, Innenstadt. Da so, und dann etwas linker als eben. Und links ist da, wo der Daumen rechts ist. Wie heißt denn da noch der Stadtteil mit Gay Pride? Wo man die Hand hält. Kannst du nicht sagen. Ich weiß nur, dass Paris anscheinend echt keine Straßenschilder hat. Das ist total komisch. Die Leute wissen noch nicht, wie die Straßen heißen. Hier steht das. Na. Rue de la Vierge. So, jetzt gucken wir mal. Rue de la Chanson, was? Rue de la heißt wahrscheinlich nur Straße, ne? Ja. Verrerie. Da muss ich auf Verrière gucken. Das ist hier. Das eine wie. Nee. Verdammt. Nee, das ist mir zu. Da muss ich jetzt zu lange suchen. Da, es wird ein bisschen offener. Ist da die Seine? Oh Gott. Monster! Weg! Weg! Er wirft mit etwas. Er wirft ein Nokia. Guck mal, ich habe das Google Street View Auto gesehen. Guck mal auf die Häuser oben. Okay. Wir haben noch 30 Sekunden. Das ist ein Platz. Ja, was und da ist ein dickes Gebäude. Kirchturm oder was das auch immer. Überall. Wo sind wir denn? Links. Das ist schon ziemlich zentral, glaube ich. Palais Garnier ist das? Hier? Ja. Ah nein, nicht in Google Maps ansehen. Aus. Wir brauchen keine Hilfsmittel. Das also, sieht man ja. Dann sind wir jetzt hier drin. Ja. Ja, das ist gut. 2,3 Kilometer. Das war der Le Centre Pompidou. Pompidou. Le Centre Pompidou. Centre Pompidou. Super zentral. Die Straße müsste ja auch dann sein, ne? Die De la Vivre. Whatever. De la whatever. Wir sind in Jean Moulin. Oh Gott. Weißt du, wo das ist? Jean Moulin? Und was ist das denn hier? Moulin Rouge. Das sieht echt ein bisschen... Aber das sieht jetzt nicht so richtig nach Stadtkern aus. Wir haben einen Kreisverkehr. Das ist jetzt irgendwie aus dem Bezirk hier. Das ist ein bisschen offener. Discount, ich spreche kein Französisch. Die Bobigny. Sicher, das ist aus der Rosa. Hier ist ein Fluss. Nee, je m'appelle Jacob, merci, toi. In dem Hauptbahnhof. Achso, da gibt es drei. Paris hat drei Hauptbahnhöfe, das ist das Problem. Oh okay. Jetzt die Frage, welches, ne? Ja. Am Bahnhof kann man einfach so bestimmt. Moment, Gare du Nord. Ich habe das damals gelernt in meinem. Sortie de Camions, wo ist das? Was? Sortie de Camion? Das ist einfach nur Ausfahrt für Lieferwagen. Ja, wo ist die Ausfahrt für Lieferwagen? Beantworte meine Frage, wo ist das? Aber hier, wir sind da geht's nach Paris. Ja. Nein! Dann sind wir definitiv außerhalb Paris, würde ich sagen. Nein? Doch. Möglich. Folgt dem den Bahnschienen von Paris nach außerhalb. Ich sag doch, hier ist Bobigny. Bobigny. 30 Sekunden. Lala, Bobigny. Wo? Drossi. Where? Wo sind wir? Wo sind wir? Ich habe keine Ahnung. Nicht im Innenstadtring, glaube ich. Draußen. Also hier. Ja. Am Bahnhof. Wo ist ein Bahnhof? Ja, da ist doch ein Bahnhof, oder? Nee, das ist eine normale Straße. Wie sehen Bahnhöfe aus? So schön gewesen. Wie sehen Bahnhöfe aus? Also ich glaube, hier die schwarzen Linien, wenn sie zusammenlaufen, das ist ein Bahnhof. Da. Ja, zum Beispiel. Aber wie gesagt, da sind wir wieder im Innenstadtring. Egal, keine Ahnung. Nein, Es war am Ring. Eine Ecke. Doch am Ring. Ja, nee, hier. Am Ring, aber nicht im Ring. Das hätten wir sehen können, also wirklich. Das ist also, oh Mann. 62 Punkte, ich bin enttäuscht. Oh Mann. Letzte Runde? Ja. Okay. Letzte. Da sind wir wieder drin. Rote Ampel. Wo ist die rote Ampel in Paris? Zwei rote Ampeln. Zwei. In Seltenheit. Vor allem, wenn sie in dieselbe Richtung zeigen. Das sind ja jetzt etwas größere, also das eine war eine etwas größere Straße. Die könnten wir finden, wenn wir ein Straßenschild sehen. Alle fahren Citroën und... Alex, fahr nicht zu sehr rein. Wir brauchen ein Straßenschild. Aber hier sind keine. Ich seh's doch, hier sind überhaupt keine. Alex setzt jetzt gerade zum Lästern an. Ja, alle fahren Citroën und so.
Also mal richtige Autos fahren. Ja, Volkswagen. Nur Volkswagen und BMW. Fuwe? Nee. Fuwe? Fuwe heißt, glaube ich, VW. Ah, Ruxel. Ja, wir sind in Münster-Ruxel. Okay, hier ist ein Kreisverkehr. Oh. Ein großer Kreisverkehr. Boah, das ist echt. Ja, dann ist es doch. Wenn da ein Triumphbogen drauf ist, dann weiß ich, wo wir sind. Dann ist das doch hier bestimmt. Warum werden wir nicht am Eiffelturm ausgesetzt? Weiß ich auch nicht, ey. Wahrscheinlich, weil wir nicht hier Dings Sehenswürdigkeiten gemacht haben. Ich dachte, Paris ist nur der Eiffelturm und das war's. Das müssen wir in der nächsten Folge mal machen. Sehenswürdigkeiten? Ja, aber mit 20 Sekunden Speedrunde. Ja, 20? Mhm. Oh, geil. Okay, dann aber drei hintereinander, ne? Was hat die Community? Daumen hoch für Speedrunde nächste Runde. Ja, ist gut. Folge 138 Speedrunde. Like, shared und subscribed. Ja, follow for follow. Ja, Leute, ich hab keine Ahnung. Nee, ich auch nicht. Ganz im Ernst. 35? Das ist mir so langsam auch egal. Südosten. Ja. Aber zentral. Südosten, aber zentral. So, ja, und auf Kreisverkehr. Ja. 5,4 Kilometer, es war... Südwesten. Südwesten, aber zentral. Ja. Tja. Fast. Guck mal da. Hab ich nicht... Oh, ich hab doch Westen. 4000. Guck mal, also... 600... Wir haben diesmal jedes Mal die richtige Stadt gewählt, ja? Großartig war das. Großartig. War immer relativ nah dran. Das muss man wirklich. Ja, was soll ich sagen? Paris ist nicht so meine Stärke. Dann verabschiede ich mich. Ja. Ich mich auch. Guten Tag noch. Schönen Abend. Schönen ja. Tschüss. Nächstes Mal Castrop Rauxel.